Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 1. Ja, die zweite Session beginnt jetzt, liebe Leute. Wir waren zuletzt stehen fängt gleich super an, gleich mit dem ersten Versprecher, sehr schön. Wir sind in der Stadt Traverse immer noch, wie ihr seht, liebe Leute, und wir haben erfahren, dass wir der Auserwählte des Schlüsselschwertes sind und dass unsere Gegner, die Herzlosen, hinter uns her sind, wie die Bekloppten. Eben weil wir letzten eben erwähntes Schwert schwingen. Den beiden reden. Das Schlüsselschwert soll fast alles öffnen können. Du wirst auf andere Schatztruhen und Schlösser stoßen. Hilfe. Probier es aus. Ja, wir steigen den jetzt erstmal auf den Tisch und öffnen diese Truhe. Und tatsächlich, wir haben ein Elixier erhalten. Und hier reden wir nochmal mit Yuffie. Die sind natürlich übrigens auch beide Final Fantasy Charaktere, aber ich glaube, das hat die schon gesagt. Ich habe gehört, das Schlüsselschwert kann alle Schlösser öffnen. Probier es aus, wenn du wieder eine Schatztruhe oder eine Tür findest. Ja. Inzwischen wissen wir es jetzt. Ich glaube, wir müssen mit Leon nochmal sprechen. Ja, früher oder später werden dich die Herzlosen finden. Du solltest dich darauf vorbereiten. Mich vorbereiten? Um dein Leben zu kämpfen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Yuffie, wir sollten zu Aerith rübergehen. Ich hoffe, das spricht sich so aus. Oder Aerith, keine Ahnung. Sie sollte inzwischen mit den anderen Besuchern da sein. Leon! Yuffie, ja, ein Klapper. Los! Yuffie! Sora, gehen wir! Schön. Kümmere dich nicht um die kleinen Fische, auch bekannt als Klappersoldat. Finde den Anführer. Gehen wir! Er rennt mit seinem geilen Schwert weg und lässt uns hier mit den Klappersoldaten alleine. Super. Wie ihr seht, sie bringen mehr Punkte. Klar, sie sind ja auch mächtiger als die Schattenleute. Sie werfen auch mehr ab, dementsprechend. Ich glaube, es gibt sogar ein Ability, das sogar noch die Taler erhöht. Ich weiß es nicht allerdings. Und es gibt auch noch ein anderes Ability, das ihr habt euch bestimmt gewundert, warum die Gesundheit der Gegner noch nicht angezeigt wird. Dafür brauchen wir ein bestimmtes Ability, das nennt sich Analyse. Wenn wir dieses haben, wird dann die Lebenskraft des Gegners angezeigt. Und zwar nicht nur, wenn wir ihn anvisieren, sondern wenn wir ihn auch so im Visier haben. Ah, hier ist noch eine Truhe. So, hier gibt es natürlich noch einige Sachen, andere Sachen zu holen, wie zum Beispiel diese Trio-Geschichten, also diese Merkmale, die ihr vorhin in der ersten Session auf dem Boden gesehen habt, dieses Blaue, bei dieser Fischrätsel-Sache. Ich hau noch mal ein paar Klappersoldaten weg, die übrigens auch meine Lieblingsgegner sind im Kingdom Hearts. Das muss ich noch dazu sagen. Also ich liebe diese Gegner. Und ich werde jetzt nicht noch mal runterspringen, um die ganzen Kügelchen nach unten zu holen. Jetzt muss ich einfach gucken, springe ich jetzt die in die Richtung, die springen die Richtung. Da ist das Zimmer, in dem Donald und Goofy zusammen mit Aerith waren. Ich nenne sie jetzt einfach mal Aerith. Noch eine Potion, okay? Und wir schreiten weiter von einem Balkon. Über den Balkon. Von einem Balkon zum nächsten. Es gibt übrigens aber auch noch, das kann ich schon mal erwähnen, es gibt besondere Herzlose, die übrigens auch nicht angreifen. Das sind ganz spezielle Herzlose. Die werdet ihr aber noch im Laufe der Zeit kennenlernen. Jetzt kommen sie, glaube ich, an. Scheiße. Jetzt kommen sie aber, glaube ich, noch nicht vor. Da war noch eine Truhe. Die will ich natürlich haben. Lalalala. Wir laufen nochmal zurück für die Truhe. Einfach, weil wir es können. Übrigens zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, den 1. Juli 2015, es ist ziemlich warm draußen. Blauer Himmel und die Sonne scheint. Ich denke mal, die meisten von euch haben zu dem Zeitpunkt schon Urlaub. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ein Diamant. Okay. Interessant. So. Ja. Wie gesagt, ich nehme heute die zweite Session auf. Die üblichen 2 Stunden. Ich wollte eigentlich zwei Sessions hintereinander aufnehmen, aber... ja, ich bleibe bei einer Session erstmal für heute, weil es gab
gab nämlich mal eine Zeit für euch, die es nicht wissen, wo ich Trock zusammen mit Alex aufgenommen habe. Da habe ich nämlich zwei Aufnahmen hintereinander gemacht. Danach war ich so extrem fertig, dass ich dann immer pro Tag eine Aufnahme machen musste. Weil mir das uns einfach zeitlich zu viel wird. So 4 Stunden Aufnahmen haben es doch schon in sich. Aber egal. Ich wollte einfach nur drüber reden und jetzt kämpfen wir nochmal gegen die Schattenlose auf Ast. Oh! Combo Plus gelernt. Oh, wir haben unser erstes Ability erlernt. Was eigentlich keine richtiges Ability ist, aber okay. Sehr schön. Die Schattenlurche haben wir auch nochmal aus dem Weg geräumt. Und noch ein Diamant. Meine Güte. Hier sind ja ordentlich Diamanten. Ja. Jetzt gehen wir mal wieder auf den Flur von dem Hotel. Ja, wir sind im Hotel, liebe Leute. Und ja, auch hier halten sich natürlich die Herzlosen. Und gerade wenige von ihnen. Schon mal einen Gang und dann schon 3 Klappersoldaten nebeneinander. Und wir klingeln dann noch. Reise Nord. Untersuchen. Information. Kurzausstellung im Hotel. Künstler aus allen... Was? Hallo? Nicht so schnell. Künstler aus aller Herren Länder sind vertreten. Auch die Gimmicks mit den Bildern sind nicht zu verachten. Ihre Hotelleitung. Irgendjemand denkt, alles belegt. Super. Schön. Einfach schön. Vor allem, man denkt es nur, er sagt es nicht. So, wir hauen mal eben noch ein paar Herzlose hier weg. Liebe Leute, ein bisschen Geld verdienen. Ach, wenn Geld verdienen wir einfach mehr. Aber dann würde es ja jeder machen. Oh. So. Gut. So, wow. Wow, 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 wow. Kombinationsangriff. Schattenlose und Klappersoldaten. Aber wie gesagt, also die beiden Herzlosen und auch diese besonderen Herzlosen sind nicht die einzigen, denen wir begegnen werden. Es kommen noch wesentlich stärkere Herzlose mit vor. Wesentlich stärkere. Und übrigens, einen stärkeren durftet ihr schon kennenlernen, nämlich den Schattenborn. Der wird uns, glaube ich, quer über das ganze Spiel verfolgen. Wenn ich richtig informiert bin. Ich weiß es jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall kehren wir jetzt nach Traverse Nord zurück und stellen fest, dass auch hier nur die Klappersoldaten vorhanden sind und nicht gerade wenige von ihnen. Aber umso besser, dann können wir uns gut aufleveln. Ich bin jetzt am... Ja, wir gehen mal in die Villa mit Kniff. Das ist übrigens eine Kirche, was ich übrigens nicht wusste. Vorher dachte ich, das wäre irgendeine ganz normale Villa, weil da steht ja auch Villa mit Kniff. Aber nein, es ist tatsächlich eine Kirche. Wie ihr seht, hier kommen jetzt ein paar mehr Gegner. Und das Interessante ist, wenn wir diesen Bereich jetzt wieder verlassen, liebe Gegner, liebe Gegner vor allem, geil, liebe Zuschauer, dann kommen auch neue Herzlose dann draußen. Teilweise noch. Oh, ja, ihr habt gerade eben gesehen, das war eine andere Schatulle. Wir hatten ja sonst immer diese blau-gelblichen gehabt oder die rötlicheren. So wie wir gerade eben bei der Potion. Jetzt hatten wir vorhin die blauen. Die blauen bringen uns eben als Ausrüstungsgegenstände. Ich glaube sogar auf Waffen. So. Das kann man übrigens auch verbessern, die Chance auf Items. Ich glaube, das Ability dafür heißt Glücksbringer oder irgendwas. Keine Ahnung, wie das heißt. Auf jeden Fall erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass man Items bekommt. Auf besiegten Gegner. Ist auch sehr interessant. Ich stoppe mal. Und die Schattenleute springen uns wieder an. Oder sie versuchen zumindest. Meine Güte. Komm, zeig nicht meine Schlüssel. Ja, noch ein... Aua! Noch ein weiteres... Aua, ja, schön. Ein weiteren Schlüssel. Weiteres Item. Ich rede mir einen Stuss zusammen heute, liebe Leute. Das ist die Wärme. Ich kann nicht verstehen. So, ich kann auch die Wärme gesehen werden gerade. So. Ja. Inzwischen habe ich übrigens alle... Teile der ersten, also alle Parts der ersten Session hochgeladen. Privat natürlich. Oh, so wie ein Spiel. Und ja. Heute ist es jetzt übrigens auch weitergegangen mit Vampire the Masquerade Bloodlines. Also das Projekt läuft jetzt weiter. Endlich. Das habe ich ja mit der Vampy, als sie hier auch fertig aufgenommen. Das ist auch schon wieder 2 Wochen oder länger. Sogar schon einen Monat her, glaube ich, dass sie hier war. Das war nämlich am Anfang meines Urlaubs. Mensch, bleib doch mal stehen. So. Oh, noch mehr. Leute.
gibt gute Punkte und Items. Ja. Jo, drei Schatten durch auf einmal. Ihr habt gerade gesehen. Alter. So. Die haben wir. Na komm. Der Schatten durch wenig. Nein, es ist nicht der letzte. Damit hat sich meine Frage schon erledigt. Oh. Frage schon erledigt. Und ihr seht schon, auch die Klappersoldaten haben eine Attacke, die wir nicht... Also die wir schon abwehren können, aber sie bringt uns keine... Alter, was machst du da? Okay, sie haben auch eine Attacke, die wir abwehren können, aber wir haben nämlich auch eine Attacke, die können wir zwar abwehren, aber die bringt uns keine Punkte. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Dass die Gegner Attacken haben, die man zwar abwehren kann, aber dafür keine Punkte kriegt. Bisschen doof. Aber lässt sich nun mal nicht ändern. Ich glaube, im zweiten Teil kriegt man sogar gar keine Punkte mehr bei abgewehrten Attacken. Bin ich mir jetzt aber nicht so ganz sicher. So, und jetzt kommt die große Frage, wo kamen wir her? Übrigens, diese Plattformen hier, die ihr hier sehen könnt, die können wir später anheben. Dafür muss man aber, glaube ich, einen bestimmten Zauberspruch wirken. Also jetzt können wir das noch nicht, weil wir noch nicht mit Magie in Kontakt gekommen sind. Die Gegner sind doch nicht gespawnt, okay. Okay, das war mir jetzt neu, dass die Gegner nicht gespawnt sind. Aber, das soll euer Schaden nicht sein. Ups. Hilfe! Kann ich euch nicht verhauen? Ich hab doch nur Schlüssel. Die Schatten löschen. So. Okay, die haben wir hier auch. Nehmen wir den nochmal mit. So, einmal wegkicken und dann die Klappe Soldaten in die Nähe. Wow, aua! Auf jeden Fall nochmal eine Attacke abgewehrt, ein Item annehmen, den anderen quer durch die Stadt schleudern. Kein Problem. Sind ja zum Glück keine Leute hier. Vor allem stellst du mir gerade vor, man ist mitten im Kampf auf dem Marktplatz oder sowas zum Beispiel und die Leute sind gerade einkaufen und fliegt so ein Klapper Soldaten eben gegen so einen Stand oder gegen einen Menschen oder so. Das ist schon interessant dann zu sehen, wie der erstmal durch die Gegend fliegt, so ein Klapper Soldat. In so einer Menschenmenge. Nein, liebe Leute. Sind nur ein paar verrückte Gedanken, also nicht ernst nehmen, was ich hier sage. Ist einfach das Wetter, das wirkt sich auf den Kopf aus irgendwie. So, den nochmal weg und kassieren den nächsten Rubinsplitter. Sehr schön. Das sind wie gesagt diese Items, die wir später für die Produktion von anderen Items und auch Waffen brauchen werden. Ja. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Wir sollen jetzt nämlich nach Traverse Ost gehen. Dazu kommen wir gleich. Ich möchte hier nur hier erstmal die Gegner alle mitnehmen, weil, wie gesagt, Level ist in diesem Spiel wirklich nicht verkehrt. Besonders wenn es im späteren Verlauf dann stärkere Gegner gibt, dann möchte ich schon ganz gerne vorbereitet sein. Noch eine Protest. Alter, wie viele Ketten denn noch? Ich glaube, jetzt habe ich alleine schon dieser Session drei Ketten bekommen. Und wir haben eine Steigerung Gesundheit bekommen. Das ist sehr schön. Ich kann nicht so viele Taler mitnehmen. Ah, viel zu viele. Wir haben drei, vier Klappersoldaten im Nacken. Oh. Sommer. Okay, jetzt ist nur noch frei. Mano. Aua. Tut doch weh. Okay, oh, der hat sogar zwei Items, wie ihr gerade gesehen habt, abgeworfen. Das ist auch. Ist aber extrem selten, dass ein Gegner zwei Items abwirft. Was? Okay, die Gegner sind erledigt. Uiuiuiuiui. Meine Güte, hier ist was los. So, jetzt gucken wir nochmal hier. Ja, geil. Das war gleich ein erster Kill im ersten Schlachtabtausch, wollte ich schon sagen. So, nehmen wir das Geld nochmal mit. Und hier ist noch ein Klappersoldat mit Schattenbegleitung. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Wie gesagt, der größte Teil des Spiels ist mit Final Fantasy Charakteren ausgestattet. Und nicht nur denen, es gibt auch nebenbei Disney Charaktere, die sind auch mit drin. Jede Menge von ihnen sogar. Und wie gesagt, Riku, Kairi und Sora selber sind alle fiktiv. Also die kommen nirgendwo vor, außer in Kingdom Hearts. Ja. Und ja, das wollte ich nochmal so gesagt haben.
So, jetzt haben wir das erledigt. Also der Bereich müsste jetzt sauber sein. Das wäre so ein Mord, wenn ich mich nicht irre. Der müsste jetzt sauber sein.